Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Summer Lessons von Penny L. Chapman mitgebracht und ich habe das Buch über Kindle Unlimited gelesen. Ich war total gespannt darauf, es klang wirklich gut, aber die Umsetzung war für mich dann leider zu überzeichnet, also es war nicht meins. Ihr Süßen, ich habe euch heute Summer Lessons von Penny L. Chapman mitgebracht. Ich habe das Buch über Kindle Unlimited gelesen und mich total darauf gefreut. Ich fand, es klang einfach so interessant. Leider war es aber nicht wirklich meins. Jaden hat eine ausgeprägte Pechsträhne, die scheinbar nicht mehr enden will. Es wäre es nicht schon schlimm genug, dass ihre Mutter Alkoholikerin ist und sie immer wieder im Suff verletzt. Nein, jetzt ist sie auf ihrem x-ten Entzug, hat die Stromrechnung nicht bezahlt und Jadens Stipendiumsverlängerung auch vergessen. Plötzlich weiß sie nicht, ob sie überhaupt eine Chance hat, jemals ihr Studium abzuschließen oder am besten gleich aufgeben sollte. Ihre beste Freundin Tammy zwingt sie praktisch dazu, bei ihr und ihrem Vater einzuziehen. Und dummerweise ist der verdammt heiß und ihr Professor. Die Anziehungskraft zwischen ihnen ist sehr stark, aber Tammy macht immer wieder deutlich, dass sie niemals zulassen wird, dass zwischen ihnen irgendwas passiert. Hunter möchte seine Tochter um keinen Preis verlieren. Hat das mit ihnen also keine Zukunft? Die Idee an sich fand ich gut. Eine Protagonistin, die sich in den Vater ihrer besten Freundin verliebt und umgekehrt. Das war aber leider auch das Einzige, was mir an diesem Buch gefallen hat. Ich mochte Jaden sehr gern, aber leider war sie mir zu betont gut. Beispiel: Hunter behandelt sie wie Dreck. Wirklich schrecklich. Und was tut sie? Sie gibt sofort nach, als er ihr auch nur den Hauch von Zuneigung zuteil werden lässt. Gut, das lässt sich vielleicht noch mit ihrer Vergangenheit erklären. Sie sehnt sich nach Zuneigung, weil sie nie welche bekommen hat. Aber das passt einfach nicht zu Jadens sonstigem Verhalten. Sie tut immer so selbstbewusst und pragmatisch. Nur hier nicht. Ja, sie widerspricht und schreit zurück, aber sie gibt immer nach. Zudem hat es mich genervt, dass eine sehr lange Zeit lang Jaden Hunter praktisch angebettelt hat, etwas mit ihr anzufangen. Und immer dieselbe Schiene. Flirten, bisschen berühren, spring mit mir ins Bett. Nein, das geht nicht. Irgendwann hat es mich einfach nur noch genervt. Ich kann den Konflikt verstehen, ehrlich, aber er fühlte sich für mich nicht echt an. Hunter ist mir so extrem oft auf die Nerven gegangen. Ja, er kann heiß und süß sein, aber die meiste Zeit benimmt er sich Jaden gegenüber verdammt mies. Er sehnt sich nach ihr und lässt seinen Frust jedes Mal an ihr aus. Er überhäuft sie mit Anschuldigungen und Vorwürfen und springt immer sofort auf alles an, was ihm eingeflüstert wird, sobald es nur negativ auf Jaden gemünzt ist. Er beschimpft sie wirklich übel. Und die Unterstellungen, das geht einfach gar nicht. Ich habe ihn zeitweise wirklich gehasst. Hier war leider vieles auf die Spitze getrieben. Und das so sehr, dass ich nicht mehr den potenziellen Pärchen die Daumen gedrückt habe, sondern eigentlich eher gehofft habe, dass Jaden erkennt, dass man sich so nicht behandeln lassen muss und Hunter zum Teufel jagt. Tammy hasse ich allerdings noch mehr. Sie ist Jadens beste Freundin und ein Jahr älter, benimmt sich aber wie allerhöchstens 12. Sie ist schrecklich launisch, intrigant und einfach nur bösartig. Anfangs ist sie so nett zu Jaden, aber das ändert sich schnell. Sie hat so üble Dinge gesagt und getan und muss nie die Konsequenzen dafür spüren. Sie kommt mit allem durch. Ja, es war bestimmt hart, ihre Mutter in so jungen Jahren zu verlieren, aber das gibt ihr nicht das Recht, andere Menschen so zu behandeln. Sie ist der egoistischste Mensch der Welt. Leider haben mich die Charaktere allesamt einfach nur schrecklich wütend gemacht. Hunter war so oft ein A-Punkt-Punkt und ich hätte ihn echt gerne ins Gesicht geschlagen. Tammy hätte ich am liebsten im Ozean versenkt und Jaden kräftig geschüttelt. Damit sie mal klar sieht. Leider war es für mich ein Buch, bei dem ich nicht dem potenziellen Pärchen die Daumen gedrückt habe, sondern gehofft habe, dass sie erkennt, dass sein Verhalten überhaupt nicht geht und ihn abschießt.
Das Ganze wurde noch durch jede Menge egoistischer Teenie-Trotzanfälle, Tammy, jede Menge A-Punkt-Punkt-Punkt-Attacken, Hunter, und ganz viel, das ist bestimmt nicht so gemeint, Jaden, und einigen Missverständnissen und Intrigen gewürzt. Das Buch hätte echt so toll sein können, wenn die Charaktere weniger klar zugeschriebene Rollen gehabt hätten. So handelten sie sehr nach immer dem gleichen Muster und immer und immer und immer wieder gleich. Von mir bekommt das Buch leider nur 1,5 Sterne. Es tut mir leid, aber mehr war einfach nicht drin. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!